Das ist gelogen. Das stimmt einfach nicht, dass man ihn abgeben wollte. Also der muss den ja total untersuchen, wie auch immer, wie ist der Stand, wie ist der fit. Er hat jetzt ein paar Verletzungen gehabt, auch mal unter praktischen Gesichtspunkten. Das nimmt nur ein geisteskranker Verein, denkt dann so darüber nach. Das stimmt nicht und ist die Unwahrheit. Deshalb, Vidal, werden wir mit allen Mitteln vorgehen und die Geschichte ist unwahr. Haben Sie jeden Tag, Sie sind jeden Tag in Ihrer Redaktion, jeden Tag bei sich und sagen, heute ist wieder Bombenstimmung. Wenn dann vielleicht mal ein Spieler, ich weiß gar nicht, ob es den gibt, vielleicht irgendwie mal sagt, ja, im Moment ist vielleicht die Stimmung da, wie auch immer. Ja, wir haben auch uns auf etwas vorzubereiten. Im Fußball sagt man auch Reizklima, auch ein gängiger Begriff, oder?